Ich begrüße euch zur Splatoon 2 Octo Expansion. Im letzten Part haben wir das vierte und letzte Dingsbums eingesammelt. Das Spiel ist aber natürlich noch nicht zu Ende. Wir haben noch einige Level zu machen und das würde ich auch gerne zunächst erledigen, bevor wir dann gen Land der Verheißung fahren. Denn diese Möglichkeit hätten wir theoretisch schon, aber ich möchte gerne hier meine Arbeit, mein Werk hier vollenden. Und ich würde sagen, da machen wir heute weiter. So, ich würde sagen, wir machen die normalen Level auf der violetten Linie, auf der G-Linie. Doch, das würde ich schon sagen. Oh je, mit Konzentrator möchte ich eigentlich nicht gerne anfangen. Was haben wir sonst noch? Was ist das eigentlich? Okay, ein Übergang. Verteidige die Achterkapsel. Nicht alle auf einmal Hordens Leben ohne Waffe. Okay, da bin ich mal gespannt. 1000 kostet das. 5 Versuche haben wir. Machen wir das mal. Ja, ich bin neugierig, was das ist. Vor allem, was ist denn eine Achterkapsel? Achterkugeln kennen wir. Aber gibt es da einen Unterschied? Werden wir sehen. Wie soll ich die denn ohne Waffe verteidigen? Und haben wir Bomben? Scheinbar auch nicht. Ja, soll ich menschliches Schutzschild sein oder was? Wie darf ich mir das hier vorstellen? Oder haben wir Kanonen dann? Ich sehe noch nichts. Okay. Verteidigen Sie die Achterkapsel. Wird die Kapsel zerstört, gilt das als Fehlschlag. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sie können die Kapsel beschießen, um sie zu reparieren. Ja, wie denn? Ach so. Also bekommen wir wohl eine Kanone. Okay. Das war's. Mehr Tipps kriegen wir nicht. Okay. Ich bin wirklich gespannt, was das hier jetzt geben wird. Verteidige die Achterkapsel. Okay. Und das ist meine Tinte oder wie darf ich mir das vorstellen? Das ist die Kapsel, die ich schützen soll. Ja, und... Ah, ich verstehe. Oh, Hilfe. Oh nein, das ist ja ätzend. Oh Gott. Das ist ja oberätzend. Okay. Komm. Nein. Hier, lieber hier drauf. Okay, shit. Nein, okay. Alles im grünen Bereich? Nee, nicht im geringsten. Shit. Oh Gott. Nee, das war's. Wobei. Ah, Mist. Wurde zerstört. Ja, ist okay. Aber gut, das geht eigentlich voll klar dadurch, dass die so viel aushält. Ich musste eben mich erstmal orientieren und gucken, was genau passiert hier eigentlich gerade. Aber das geht voll klar, glaube ich. Okay, wir müssen sie vor Schaden bewahren, indem wir die Gegner ausschalten. Also ich würde folgende Strategie hier anwenden. Ich würde grundsätzlich natürlich versuchen, sie vor Gegnern zu schützen, aber am Ende dann, ja, wir gucken einfach mal. Aber ich weiß jetzt in etwa, wie es geht. So, da kommt hier die erste, ne? Rechts oben, genau. So, das war so der Probedurchlauf. Fast knapp daneben, ist auch vorbei. Sehr schön. Kann ich ein bisschen Zielen üben. Sehr gut, jetzt kommt da eine und dann da die große. Der Octozeps. Mist. Hallo. Okay. Warte, der muss auf jeden Fall weg. Der große muss weg. Mist, hat der große getroffen? Ich weiß es nicht. Hilfe. Mist, scheiße. Mist. Nee, das wird nichts, fürchte ich fast. Hallo? Das war keine Absicht natürlich, dass ich rausgegangen bin. Mist. Nee, tot. Tot. Ach, ich kann wieder herstellen. Oder irgendwie ist es gerade ein bisschen mehr gewollt. Aber nee. Nee. Das ist gar nicht so easy. Wenigstens hält sie einigermaßen was aus. Und wenigstens ist es nur eine Minute und es geht eigentlich. Okay, ich bin zuversichtlich. Nur mit der zu treffen, ist eine Sache für sich. Ah, jetzt kommt der Octozeps, glaube ich. Ja. Und da. So. Okay. Und da kommt eine kleine und noch eine. Hallo. Okay, der. Warte. Wir konzentrieren uns, würde ich sagen, auf die großen Teile und nicht auf die kleinen Mistviecher. Mann, da musste echt auf Zack sein. Definitiv.
Kann man das schaffen? Indem man nur die großen kaputt macht? Ich glaube eher nicht. Oder? Na, es könnte theoretisch gehen. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Nein, 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 nein. Ja, ein Glück. Oh, Kinder. Es war sehr knapp. Man hätte es auf jeden Fall besser und schöner machen können. Aber komm, ich hab's geschafft. Und das ist die Hauptsache. So. Puh. Ach du Schande. Würde ich doch mal sagen. Ging gerade noch so. So, was haben wir noch Schönes? Echte Helden sparen Tinte. Tintsparstätten. Erreiche das Ziel mit begrenztem Tintenvorrat. Die 10-2. Ja, komm, das machen wir. Ist vielleicht ein bisschen was Taktischeres, bisschen was Ruhigeres. Da habe ich eigentlich wenig gegen im Moment, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, die Punkt 96 Galon wird empfohlen. Kann ich mir auch besser vorstellen als ein Blaster, weil das Teil verbraucht ja viel Tinte. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hier wird das Schwimmen in Tinte in Tintentag leider nicht auffüllen. Wenn ihr Tinte verbraucht ist, gilt das als Fehlschlag. Wir bitten um Ihr Verständnis. Es steht Ihnen jedoch Nachfülltinte zur Verfügung. Okay, kennen wir ja schon, haben wir schon gemacht. Okay. Tja, sieht so aus, als ließe sich hier deine Tinte nicht durch Schwimmen auffüllen. Ach was. Also pass auf, dass du nicht austrocknest. So wie ich. Ja, der Kuttelfisch ist welk und trocken. Das wissen wir ja. So. Ist das da ein Checkpoint? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Was ist das? Den Schild von hinten an. Ah ja. Okay. Okay, ich glaube, ich verstehe. Ich muss warten, bis die mich verloren haben. Und er sie umdreht, weil den will ich zuerst machen. Ja, sehr gut. Okay. Mist. Ah. Okay, ich habe den Schlüssel. Ah, ich verstehe. Ich habe das Prinzip verstanden von dem Ding hier. Oh Gott, wenn ich jetzt runtergesprungen wäre. Ihr hättet mich auslachen dürfen, aber das ist ja nicht passiert. Also haltet euch zurück. Jetzt bin ich aber schon etwas erleichtert. Ja, und ich erst, Kindchen. Ich muss hier die Drecksarbeit machen. Und ihr guckt zu von wo auch immer aus. Wo sind die eigentlich? Ist ja nicht so, als würde ich ein Luftschiff schwimmen, wollte ich gerade sagen. Das Luftschiff schwimmen. Da musst du jetzt sehr genau zielen. Ach. Ja, was ich sehr gut tue, wie man gerade gesehen hat. Mist. Was muss zuerst weg? Der nervt mich gerade am meisten. Ah, Mist. Ich glaube auch. Du wirst dich hüten, mich umzubringen, du Drecksvieh. So. Okay. Okay. Und. So. Hasta la vista, ey. So ein Kunde. Ah, nein, die Nachfülltinte. Sehe ich ganz genau so. Guck mal. Man muss doch sagen, nicht mal die Hälfte verbraucht. Ich bin echt sparsam. Muss man einfach mal so sagen. Sparsam ist ein guter Punkt. Sollte ich vielleicht die Kisten müssen wohl oder übel weg. Sollte ich vielleicht das aufheben und erstmal das verbrauchen? Ich weiß nicht, ob ich hier dann zurückkomme. Deswegen machen wir es erstmal so. Erstmal so komme ich wieder hoch. Ja, aber jetzt bräuchte ich ja sowieso noch Tinte. Von daher. Okay. Feuer frei! Sehe ich auch so. Hilfe! Nein! Zielen! Und nur das Nötigste an Tinte verbrauchen. Was für ein Leichtsinn! Ja. Finde ich auch die bessere Variante. Was bewirkt denn der Propeller hier? Ah. Nee. Ach so, kann ich mich dann mit weniger Tinte hier drüber hinweg bewegen? Ach so, aber ich muss trotzdem zuerst die kaputt machen. Soweit ich das sehe. Warte mal, kann ich. Ach so. Ah, jetzt geht's aber, glaube ich. Ha, so irgendwie. Ich glaube, oder hätte ich die sogar auch nicht kaputt machen müssen, aber ich glaube persönlich, ich hätte das schon, die vordere Reihe schon kaputt machen müssen, weil ich auch getan habe. Die hintere aber halt nicht. Vorsicht beim Parabluviator, sonst verschwendest du nur Tinte. Ah ja, eins Drecksviech. Okay, wenn ich sie überrumple. Ging leider nicht so gut. Dafür habe ich auch
Mist. Ja. Ja, gut. Okay. Da ist der Ausgang. Habe ich jetzt noch eine Auffüllmöglichkeit für das Ziel? Ich glaube, es hackt. Okay. Nee. Und damit bin ich leider am Ende. Ja. Sehr schön. Hat leider nicht gereicht. Ich war nicht sparsam genug. Wobei ich sagen muss... Ach, jetzt würde ich es komplett nochmal machen. Ich verstehe. Okay, aber wie hätte ich denn dann noch Tinte sparen müssen? Hätte ich die Reihe doch nicht kaputt machen müssen? Also ich verstehe nicht so ganz, nur so halb, was ich jetzt genau hier falsch gemacht habe. Also warte, ich bin wieder komplett am Anfang. Mhm. Ich verstehe. So. Okay. Drehen wir den Rücken zu, Baby. Und komm näher vor allem. Sonst wird's ja echt nervig. Oh, der macht das so mit Absicht. Kann mir doch niemand erzählen. Jetzt patrouilliert der natürlich da. Aber hat ihm nicht so viel genützt. So. Aber guck mal, jetzt werde ich schon sparsamer. Das war so der Probedurchlauf halt eben, ne? Jetzt wissen wir, wie der Hase hier läuft. Worauf es hier ankommt. Warte mal. Also im Prinzip... Kann ich mir das doch aufheben erstmal? Kann ich doch schon machen. Ich habe ja noch ein bisschen... Oh Gott. Ja, das ist wieder meine berühmte Runterspring-Action gewesen. Jetzt kann ich doch hier die schon mal ein bisschen benutzen. Aber so viel ist natürlich nicht, ist mir klar. Also allzu weit hoch. Ich sollte weg. Ich sollte weg. Mich erstmal rar machen. Ja. Mensch, das war echt unnötig. Aber die Tintenaufladung hätte mich auch nicht davor geschützt. Von daher passt das. So. Wir wollen ja nicht austrocknen. So wie gute Fisch. Dann sind wir trocken und welk. Wie eine alte Jungfer. Oder so ähnlich. Dreh dich halt um, Kind. Regieanweisungen in einem schlechten Porno, aber gut. So, und jetzt dreh dich um. Kind, du machst mich furchtbar traurig. Oh, ein Glück. Ein Glück, komm her, Schlüssel. Komm jetzt her. Wenn ich jetzt runtergeschwommen wäre. Ich habe jedes Mal auf neue Angst bei der blöden Stelle. So, jetzt will ich aber hier eine Aufladung haben. Warte, die Frage ist... Die Frage ist doch... Ich weiß halt nicht, was zu tun ist. Ob ich lieber erstmal vorgehen sollte oder lieber erst das machen sollte. Aber ich glaube, das spielt keine Rolle, weil ich so oder so beides brauche. Mist! Komm her. Wenn jetzt die mich doch umbringen würden, und das tun sie bestimmt... Nee, ich brauche... Ja, okay, jetzt bin ich wieder kampfbereit. Jetzt habe ich unnötig viel Tinte hier verwendet. So. Du bist... Okay. Ran an die Nachfülltinte. Nee, noch nicht. Ich werde jetzt den Rest natürlich verwenden. Wir dürfen hier nichts verheeren. So. Okay. Das muss ja so oder so weg. Das ist klar. Da gibt es leider nichts dran zu rütteln. Oh. Oh nein! Darf ich ja nicht. Verdammt, ich brauche einen Mini-Rest. Okay, das war billig. Ich ärgere mich fürchterlich. Okay. Da habe ich mich jetzt echt saudoof angestellt. Verdammt. Das ist echt ein blöder Mist. Soll ich nochmal? Ach komm, 1000. 2000 haben wir noch. Komm. Warum eigentlich nicht? Das ist ein fieses Ding. Würde ich doch mal behaupten. Ich bin's schon nicht ohne. Ich stelle mich blöd an, aber es ist auch nicht das leichteste Level des Spiels, sagen wir mal so. Der Expansion. So. Okay, das lief jetzt sehr gut. Aber wir sammeln ja auch ein paar Kornicho-Punkte wenigstens. Warte. Und ich verwende schon mal ein bisschen Tinte, um das hier zu machen. So. Mehr aber nicht. So. Okay. Nichts verheeren, nichts verschwenden. So. Hallöle.
blöder fliegende Tentakel und hallöle Bomber, der mich nicht treffen wird. So, und so. Okay. Ach komm, kann man nichts sagen. Guck mal, habe ich nicht so viel verbraucht. Weniger als ein Viertel. So. Okay. Heißt, ich habe genug, um das hier wegzumachen. Ich brauche ja nur... Ach, ich hätte nur einen machen müssen. Na gut. Du könntest ja versuchen, den Nachfüllchen zu... Ja, erstmal brauche ich das nicht. Ich will erstmal gucken. Ich kann ja wieder hoch. Das ist mein einziger Trost momentan. So, warte. Wenn ich das hier hoch mache, kann ich trotzdem nicht. Ich kann ja auf die nicht hoch. Heißt, eins muss ich so oder so wegmachen. Eine Kiste. So. Okay. Und jetzt gehe ich und hole mir die Nachfülltinte. Genau. Ich glaube, das ist gut. Nee, nix Feuerfreiperler. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Genau. Wie die Marina schon sagt. Kein rohes Rumgeballere, wie du es gerne tust. So, okay. Okay, okay, okay. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Weil wir Ladies mit Biss sind. Nein. Wir müssen nutzen, dass sie in unserem Saft steht. Da ist der Ausgang. Leider haben wir nicht allzu viel. Ein bisschen mehr als die Hälfte, aber ob das reicht, ist die Frage. Wir sind Ladies mit Biss. Ah, wir schaffen das. Nein. Das ist in der Tat... Wobei, brauche ich die? Hä? Warum sind die Schalter da? Hä? Kann ich erst das Ziel aufmachen, wenn die aktiviert sind, oder was? Hä? Sollten die mich verwirren? Oder kriege ich dann ein Extra? Aber ich meine, was soll ich bekommen? Wenn wir hier in der normalen Kampagne wären, hätte ich gesagt, hätten wir ein Anchovium bekommen, wenn wir die alle aktiviert hätten, die Schalter. Aber was für eine Funktion hatten die jetzt? Ja, gut. Waren wohl Deko. Oder so. Naja, so. 101, G01. Brot und Spiele. Toastamt. Das Toastamt, der kennt's nicht. Besiege den Obermotz. Ach du Schande. Ein Boss-Level. Ach, ich erinnere mich. Die mutierte Industrieküche. Was? War die schwer? Wollen wir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will das gar nicht. Ach ja, das war's. Das war das schlimme Level. Ich erinnere mich. Es gab zwei. Es gab doch noch so ein Ätz-Level. Aber das war's. Das erinnert. Ja, daran erinnere ich mich. Schienried. Mhm. Was machen wir? Wollen wir nochmal... Ich weiß nicht. Wollen wir uns nochmal... gegen den Octo-Samurai stellen? Aber... Ich weiß nicht. Irgendwie will ich das unbedingt endlich mal schaffen. Dann hätten wir 900 Punkte. Und ich weiß jetzt, sind die Level jetzt teurer als... so die anderen? Ja, na doch, guck mal. 1000. Die sind schon teurer, die Level, die wir jetzt noch vor uns haben. Deswegen lassen wir das erstmal. Nee, ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Wollen wir mal das versuchen. Ein falscher Schritt und Ex. Labyrinthgarten. Erreicht das Ziel, ohne gegnerische Tinte zu berühren. Machen wir das mal? Das klingt irgendwie nicht so gut. Das klingt alles andere als gut, aber komm. Wir probieren es einfach mal. Mehr als umbringen können sie uns ja auch nicht, ne? So, einen Tod sind wir gewohnt. Ach du Schande, okay. Campluviator, Instabombe, Curlingbombe, Klecksroller. Der Tipp ist der Campluviator. Okay. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise war ich mit dem Tipp immer gut beraten. Aber der Klecksroller ist halt meine Waffe, ne? Wisst ihr ja. Also wenn es darum geht, auszuweichen, weiß ich nicht. Also... ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vertraue dem Tipp und nehme halt den. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen.
Erreichen Sie das Ziel, ohne Schaden zu erleiden. Berühren Sie auch nur einen Tropfen gegnerische Tinte, gilt das als Fehlschlag. Achten Sie daher auch genau darauf, wo Sie hintreten. Ein Fehltritt ist schnell passiert. Das weiß ich. Deswegen werde ich mich bemühen, das hier ohne Fehltritt abzuschließen. Du musst es zum Ziel schaffen, ohne auch nur einmal Schaden zu erleiden. Also lass dich einfach nicht treffen, würde ich mal so sagen. Und trink nicht in gegnerische Tinte. Ich dachte jetzt, er sagt schon, und trink keine gegnerische Tinte. Beim alten Kuttelfisch kann man nie wissen. Oh, der Track ist cool. Ich glaube, den hatten wir noch gar nicht so oft. Okay. Das ist irgendwie so eine Baustelle mit Kinderfahrzeugen. Ja. Eine interessante Komposition. Lass den Parapluviator fliegen, damit er dir deinen Weg durch die Tinte bahnt. Du weißt ja, dass du mit dem Parapluviator auch feindliches Feuer blocken kannst. Ja, das ist mir klar. Aber, ach so, ich habe ja keine unbegrenzte Tinte. Natürlich, dann ist es auch nur... So. Dann ist das alles ja halb so wild, würde ich doch sagen. So. So. Sehr schön. Okay, also bisher sind wir recht gut durchgekommen. Warum haben wir da eine Nachfüllung? Okay. Falls wir nicht auffüllen können spontan. Interessant, brauche ich persönlich gerade nicht. So, Checkpoint 1. Hier ist ein Container, also muss auch irgendwo ein Schlüssel in der Nähe sein. Das ist im Normalfall der Fall. Oh nein. Oh Gott, was höre ich da nur? Oh, du Schande. Aber macht nichts. Kriegen wir auch hin. Ich bin sehr zuversichtlich. So, genau so nämlich. Bisher kommen wir gut durch. Nein. So. Warum kriege ich hier Auffüllungen? Ich brauche keine. Hier. Kind. Gib mir Rüstung. Gib mir... Weiß ich nicht, was... Rüstung nutzt mir ja nichts. Ist mir gerade auch aufgefallen. Gründlich färben ist die Devise. Und wo zum Henkers Henker ist hier... Ach so, da oben wahrscheinlich. Wie ich da rankomme. Oh Gott, da war ein Tropfen. Ich dachte, wenn ich da jetzt reingehe, ist's aus. Wie zum Henker komme ich jetzt da hoch? Irgendwas habe ich verpasst. Was ist halt so die Frage? Ist er da drin überhaupt? Ja. Ach so, ich bin auch gut. Einfach da hoch natürlich. Ich habe jetzt schon einen hochkomplizierten Weg gesucht. Ah ja. Du hast den Schlüssel. Jetzt nichts wie zum Container. Ja, Container damit. So. Weiter geht's, würde ich behaupten. Okay. Auch das sieht noch recht human aus. Oh ja, aber jetzt kommt Wüsten ins Spiel. Oh nein. Wie schön ist es passiert. Hab ich den Mund wieder zu voll genommen. Aber gut. Unser erster Versuch ist weg. Warum kriege ich hier Auffüllungen? Das ist halt... Ich kann mir halt nur erklären, dass wenn ich halt nicht schnell genug füllen kann, meinen Tank. Aber wann ist das schon mal der Fall? Also hier in dem Setting doch eher nicht. Ach, was weiß denn ich. Warte, was ist denn, wenn ich hier den hier mache? Warte, so irgendwie. Zu wenig Tinte, sehr schön. So. Genau, irgendwie sowas. Da siehst du. Hat zwar nicht den gewünschten Effekt gehabt. Das Problem ist auch, ich spiele nicht so mit dem Campoviator. Deswegen habe ich da nicht so ein Gefühl für. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ganz sicher. Ah, weg mit dir. Oh, Hilfe. Den Boden wieder färben. Damit hier kein Unfall passiert. So. Okay. Okay. Erstmal Luft holen. Man darf die gar nicht dazu kommen lassen. Zu schießen, damit... Ah, mir hier nichts passiert. So. Okay. Checkpoint. So. Gut. Wir haben einen Container. Wir brauchen einen Schlüssel. Oh, großartig. Der Schlüssel ist umzingelt. Da müssen die ganzen Gegner eben weg.
Ach, die gute alte Perla, impulsiv wie ein kleines Kind. Aber sehr schön, da war der Move jetzt eben sehr gut. Hat wirklich Gold. Ein goldwertvollen Dienst erleistet. Gegnerische Verstärkung, ich sehe es auch. Was ist, wenn ich hier den hier wieder mache? So erstmal und dann so. Und so. Und so. Okay. Bisher hat es gut hingehauen. So. Oh, da war ein Fleck, der mich fast umgebracht hätte. Ein Fleck. Sie alle zu knechten. Nein, mich nicht. So. Okay. Schön Kornicher-Punkte sammeln. Okay, alles wird gut. So, wir haben den Schlüssel. So, und jetzt zurück. Sehe ich ganz ähnlich. Oh, ich dachte, das wäre ein Checkpoint, aber ich glaube, wir bekommen einen. Ja, sehr schön. Alles gesaved. Da ist das Ziel. Ich glaube, das ist unsere letzte Prüfung. So. Ich kann das Ziel in diesen Containern schon fast schmecken. Ja, ich auch. Das muss der letzte Container sein. Finde den Schlüssel. Hab ich vor. Nee, weißt du, ich halte jetzt erstmal ein Kaffeekränzchen. Echt. Manche Leute denken echt seltsame Sachen von mir. Unglaublich. Er darf mich nicht sehen, sonst ist es um mich geschehen. Das hat sich sogar gereimt. Okay. So, ich brauche hier mal einen Schutzwall. Aber der geht auch irgendwann kaputt, ne? Ja. Ah. Nein, verdammt. Und ich bin auch noch selber reingedappt. Ah, Kind. Okay. Aber ich glaube, ich weiß, wie das zu lösen ist. Du musst hier auf jeden Fall schnell sein. Das ist schon mal ganz klar. Dich so spät wie möglich erst erwischen lassen. So, den dann abfeuern. Dann erstmal einen Zwischenstopp vielleicht sogar machen. Genau. Dass du dann irgendwie... Ah, nee, ist auch nicht so gut. Wobei, doch, dass du dann hier den hier machst. So. Dann fließt und den parallel schon bearbeitest. Nein! Nein! Die Reichweite war nicht groß genug! Nein! Ah! Verdammt. Ich gebe auch wieder Kampfgeschrei von mir, ich weiß. Oh, Kinder. Fast hätte es geklappt. Das Ding ist halt, dass der halt natürlich so hoch ist, dass du dem wirklich kaum Schaden machen kannst. Aber du musst dich so weit wie möglich ohne Schildwort... Na! Ich glaube, die bessere Variante ist sogar wirklich, das Schild nicht abzufeuern. Wir probieren es mal so, auf die Art und Weise. Ich sehe schon, dass ich gleich 1000 bezahlen darf. Oh, was natürlich nervig ist. Aber es geht nicht. Habe ich gerade gemerkt. Es ist einfach alles ein Ärger. Probieren wir es doch mal so. Oh, Checkpoint. Ach gut. Ja, dann ist es ja ein... halb so schlimm. Der muss ausgeschaltet werden. So viel steht fest. So. Kann ich an den jetzt gut ran? Oder, oh, Mist, der sieht mich um die Ecke. Natürlich tut er das. Bomben habe ich auch, oder? Ach, guck mal, ja dann. Warte mal. Aber ich muss aufpassen, weil der hat echt eine enorme Reichweite. Ja, siehst du? Ah, verdammt. Es ist gerade ein bisschen toxisch, aber wir kriegen das echt hin. Ich bin wirklich zuversichtlich. Ah. Irgendwie schaffen wir es. Nur wie ist noch die Frage? Hilfe! Oh Gott, nein! Ich weiß nicht, was ich gerade versuchen wollte. Ich wollte ihn halt erstmal killen. Ach komm. 1000 kostet es. Wie viel kriegen wir als Belohnung? Nicht genug. Kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen. Eine Schande. Ach Gott, warte mal. Wo geht's denn hier lang? Ach, hätte man das auch früher mir gesagt. Dann ist es natürlich um ihn geschehen. Och, ist das... Ja gut, okay. Ist egal, weil... Ich ärgere mich so bei mich selber. Ich habe natürlich gesehen, dass es da hochgeht. Aber ich dachte, dass es danach irgendwie noch kommt. Ich habe nicht erwartet, dass es da ein Verbindungsstück gibt zu dem, dass du den so einfach machen darfst. Das hätte ich halt nicht erwartet, aber manchmal ist es halt einfacher, als man denkt.
Aber es sind echt viele, muss man einfach sagen. Es sind wahnsinnig viele hier. Okay, ich sehe schon. Gut, dass ich die gekauft habe. Versuche. Denn die brauche ich auch. Und ich muss jetzt endlich ein bisschen sparsamer mit ihnen umgehen. Weil es mir ansonsten echt schlecht ergehen wird. Und jetzt geh endlich zugrunde. So. Überraschung. Alles Gute kommt von vorne. Oder so ähnlich. So. Und tschüss. So. Okay, sind wir hier. Wo ist das Ziel nochmal? Das ist... irgendwo. Okay. Interessant. Finde ich gut. Okay. Sieht gar nicht mal so schlimm aus. Der muss zuerst weg. Okay, es fliegt auch drüber. Mein einziger Trost. Oh, ach, sehr schön. Das war natürlich Gold wert eben. Ich muss hier hoch. Jetzt den hier machen. Und dann hier schön fein raus. Letzter Checkpoint. Ein Glück. Oh, Kind. Okay. Den Schlüssel haben wir sogar. Und es spawnen natürlich noch 10.000 nach. Okay. Wir sind oben und das ist eigentlich, ich glaube, es hackt aber echt gut, dass da ein Checkpoint war. Och, Mann. Es hackt echt ganz gewaltig, glaube ich. Wir sind oben und das ist ein gewaltiger Vorteil im Normalfall. Aber was in diesem Spiel ist schon Normalfall? Guck mal, was da für Kugeln ankommen. Das ist ja nicht mehr schön hier. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, runter. Schild. Ich wollte gerade sagen, fahr dich endlich aus. So. Ist er an der Seite wer? Nee, zum Glück nicht. Och, du Schande. Auch hier. Schild, 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 Schild. So. Bombe, Bombe, Bombe. Okay. Tot, tot, tot. Und jetzt nichts wie hin. Wenn da ist sowas spawnt, ich schwör's euch. Ach, ich dachte, es wäre Gegner-Tint, das war meine eigene. Ich erschrecke von meinem eigenen Schatten schon fast. So schlimm ist es. Komm, 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 komm. Ja, ja, sehr schön. Okay. Das Ende war nochmal knackig. Ach, 2000 gibt es. Sehr schön. Haben wir wenigstens... Warte, wir haben... Ja, 2000 reingesteckt, 2000 zurückbekommen. Gut, haben wir wenigstens keinen Verlust gemacht. Haben wir gerade... War da gerade ein Anchovium abgebildet? Ach, haben wir wahrscheinlich... eine Erinnerung in Anchovium-Form bekommen, weil sonst wüsste ich nicht, wie das hier läuft. Okay. Es war sehr intensiv wieder. Aber zum Schluss lesen wir noch einen Chatlog. Warte. Wieso wird uns das immer als neu angezeigt? Guck mal, den haben wir gelesen. Die 7 haben wir dementsprechend auch. Bei der 8 wären wir, glaube ich. Das haben wir, glaube ich, auch schon. Genau. Das haben wir schon gehabt. Da haben wir das gehört. Okay, sind wir doch schon bei der 9. Merke ich mir jetzt auch endlich mal. Mein Name ist Knuddelfisch, aber ich bin kein Knuddelfisch. Alles, was ich will, ist köstliches Futter auf dem Tisch. Daran sollte sogar etwas arbeiten. DJ Mühner hat den Chatroom betreten. Hallo, Leute. Yo. Hallo. Arbeitet ihr gerade an ein paar Texten? Betonung auf Arbeiten. Da geht noch was. Der gute Obi rappt ja hobbymäßig, aber das läuft alles noch nicht so ganz rund. Zum Glück bin ich ja da. Kein Freund von Hip-Hop kann mein Feind sein. Ich lade mal einen von Perlas alten Raps als Beispiel hoch. Dunkle Nacht, Schlafenszeit rum, schon kurz nach 8. Wer braucht Freunde bei meiner Rhythmusmacht? Spürt ihr meinen Flow, eure Nacken und Hochschleichen? Hier kommt Perla, erkennt die Zeichen. Was? Was hab ich da? Was passiert hier? Wirklich wahnsinnig tiefsinnig. Da hätte ich gerade angefangen, noch bevor ich Marina getroffen habe. Ich habe da noch einen, der sich insgesamt 1000 Mal verkauft hat, physisch und digital. Ah, da ist er ja. Na gut. Rackbow Down Ball Gig 08. Punkt MP8, sehr schön. Ja, naja. Klingt gar nicht so schlimm wie der Text hier.
Der hat mir immer gefallen. Wie war nochmal der Titel? Okay, das lese ich jetzt nicht vor. Nochmal nur am Pennen. Ja, da mussten sie ein bisschen was zensieren, damit das im Radio gespielt werden konnte. Aber unser erster Hit als Tentacool, Ebb and Flow, der hat sich verkauft wie nix. Tentacool? Was ist das? Kann man das essen? Ich hab nämlich echt Hunger. Das musst du doch wissen. Das ist unsere Band. Mit großem C. Ist eure Musik spritzig? Allein die Frage. Wir sind die spritzigsten überhaupt. Auch wenn wir die Kritiken von unserem ersten Auftritt eine Sekunde oder zwei Sorgen gemacht haben. Ja, ich war das große Mädel neben Perla. Lololololololol. Ja, nach diesem Auftritt meine Fans alle so. Das ist doch nicht dieselbe, die Typen nochmal nur am Pennen geschrieben hat. Okay, ich verstehe. Das ist zensiert. Okay. Haben irgendwie Leute Hate-Kommentare zu ihrer Musik abgegeben. Unerhört. Hey, und wann haben wir dann mit den Nachrichten angefangen? Das war so um unsere vierte Single rum. Genau, da haben wir von den Sea Serenes übernommen. Sea Serenes? Kann man die wenigstens essen? Das habe ich bei meinem Nachforschung über dich rausgefunden, Opi. Das sind deine Enkelinnen. Gib dir das mal. Oh, wie schön. Schönes Foto. Oh, vielen Dank. Sag bloß, du hast es nicht gewusst. Oh, ich habe so viele Enkel, da fällt es nicht auf, wenn ein paar fehlen. Die Sea Serenes waren so mit ihren Solokarrieren beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr für die Nachrichten hatten. Ja, wir müssen auch etwas dahinterher sein. Wer solche Jobs an Land zu ziehen? Networking und so. Da hast du recht. Und sobald du ohne Stützräder Fahrrad fahren kannst, ist unser Werbevertrag mit der Buckelwalpiste so gut wie sicher. Geht klar, Marina. Wenn wir fertig sind, übe ich bis zum Umfallen. Und zwar buchstäblich, bis ich umfalle mit dem Rad. Okay, so. Merken wir uns die 9, haben wir die 10, ist dann im nächsten Part dran. Wirklich wieder ein sehr amüsanter Chatlog. Interessant, über was die sich so unterhalten, über ihre Karriere, über alles Mögliche. Und er wusste nicht, dass sie für ihn seine Enkel sind. Also schäm dich, Kuttelfisch. Ich glaube langsam, deine Schulden kriegst du nie wieder zurück. So verantwortungslos, wie du bist. Wobei, das können wir doch schnell machen. Wir zahlen ihm noch ein bisschen zurück. Und das, obwohl wir uns ja gar kein Geld leihen wollten. Naja. Ihre geheimnisvolle Ausstrahlung zieht mich in ihren Bann. Ich spreche das hier nicht gern an, aber im Moment hast du Schulden in Höhe von 208 Kornichon-Punkte. Ja, wollen wir. Hier, nehmen sie. Iss sie auf. So. Das war's denn aber wirklich für diesen Part. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.